Willkommen zum Soundcheck des Focal Elektra Soundsystem im DS9. In Kurzform. Also, und jetzt die Langform davon. Es ist ein Extra, ein teures Extra. Ich guck mal nach, ich glaube 1150 Euro war es. Und abgesehen davon, dass der DS9 jetzt nicht mein Auto der Wahl wäre, wenn es so wäre, ich würde es jetzt nach diesen 2 Wochen, glaube ich, wirklich weglassen. Denn ich bin arg enttäuscht, um ehrlich zu sein. Ich habe auch gleich wieder die Playlist am Start, inklusive dem neuen Lied, was ich euch gewünscht habe. Und das war jetzt nicht unbedingt die beste Option für das Soundsystem, besonders das neue Lied. In Kurzform, es ist eines der Systeme, wo ich froh war, dass es Verstellmöglichkeiten gibt. Denn ich musste extrem was verstellen, damit das angenehm hier klingt, sagen wir mal so. Sagen wir so, entweder jemand hat hier vergessen, die Tieftöne und den Subwoofer anzuschließen, oder es ist einfach so, denn dieses System klingt etwas hohl und legt den Fokus meiner Meinung nach viel zu stark auf die Höhen. Viel zu stark. Und das auch schon im quasi personalisierten Null-Level, wenn man dann in andere Settings reingeht, dann wird das Ganze noch schlimmer und im Prinzip klingt das fast so, als ob die Tieftöner deaktiviert wären. Also wir haben hier das Premium HiFi Focal Elektra Soundsystem mit 515 Watt Leistung und 14 Lautsprechern. Wie gesagt, in Kurzform, ich finde es nicht so knorke. Ich finde auch, der Aufpreis ist ein bisschen zu hoch für das, was das System so bietet. Ich würde sagen, für, sagen wir mal, 500 Euro, aber dann primär aufgrund der Optik. Das wäre es wert, also die Hälfte ungefähr. Aber diesen vollen Preis wäre ich nicht gewillt zu bezahlen. Denn die Höhen sind viel zu überspielt, insbesondere wenn man quasi alles auf Null lässt, wie ich es ja quasi auch für euch dann lasse, um das zu vergleichen. Kurz als Vergleich. Ich habe Bässe plus 6 eingestellt. Mitten, glaube ich, plus 1 und Höhen minus 3 oder minus 4. Und selbst dann sind die Höhen immer noch ein bisschen zu extrem, teilweise, aber halt nicht immer, Gott sei Dank. Und die Bässe sind eigentlich kaum da. Also das ist eigentlich ein relativ, Larissa hat es sehr schön formuliert, relativ hohles System. Also wo, wir kommen gleich bei der Playlist dazu, aber wo andere Soundsysteme einen so richtig erfüllen, ist das hier, als ob es wirklich nur so, nur die Höhen durchkommen. Also es fehlt so richtig der Druck, das Volumen, das ist einfach nicht da. Also die Höhen sind zu viel, die Bässe sind zu schwach und das selbst in der angepassten Form, wie ich jetzt euch gerade gesagt habe. Und es hat auch ein bisschen Probleme mit verschiedenen Quellen. Das heißt, wenn man mal zwischen Smartphone oder Radio ein bisschen durcheinander wechselt, dann kann das dasselbe Lied sein, es klingt aber total anders. Also und dann kann man hier noch sogenannte Loudness einstellen. Ich würde das jetzt mal übersetzen mit Surround Sound. Denn wenn man das ausschaltet, dann fehlt komplett das Volumen. Ja, gehen wir eure Playlist durch. Und für gewöhnlich haben wir das ja so gemacht, die positiven Sachen da so ein bisschen rauszuheben. Hier wird es leider mal ein bisschen andersrum. Beat Hotel, muss ich allerdings sagen, klingt immer noch ziemlich gut. Obwohl die Höhen immer noch leicht überspielt sind. Das Lied Architects, da hört man eben dann, wie doch das Volumen fehlt. Denn das klingt in anderen Soundsystemen so richtig erfüllend und hier fehlt einfach im Prinzip komplett Mitten und Tiefen. Sind einfach nicht da. Phantom Agony ist, das hatte ich glaube ich schon bei anderen Soundsystemen erwähnt, ist ein Lied, wo diverse Soundsysteme an die Grenzen kommen und hier zeigt sich das auch. Es kommt einfach an die Grenzen, es klingt einfach nicht mehr gut und es zeigt leider die Schwächen oder die zu starke Fokussierung auf die Höhen bei diesem System auch. Laila klirrt sogar leicht, genauso wie Bon Jovi. Und bei Put On muss man ja sagen, dieses Intro besteht ja eigentlich nur aus Bass und Druck und ersetzt in vielen Fahrzeugen mit Soundsystemen im Prinzip die Massagefunktion. Hier nicht so. Also das Intro klingt relativ lasch und wenn dann die Lyrics anfangen, dann klirrt es auch wieder. Also es klirrt wirklich. Bei Skyfall kommen die überspielten Höhen in
deluxe-mäßiger Form durch. Und in die Air Tonight geht sogar so weit, dass es leicht in den Ohren wehtut. Und das neue Lied, was ich euch gewünscht habe, das Duett zwischen Celine Dion und Barbara Streisand. Da muss man das Lied schon sehr mögen, um das wirklich durchhören zu können, denn es scheppert ein wenig. Also, ich möchte das jetzt auch gar nicht zu sehr in eine Richtung drehen, aber gemessen an dem Preis, was man hier eben zahlen muss für dieses Soundsystem, das ist es einfach nicht wert. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir das jetzt mal so hart sagen müssen, aber das ist vielleicht so der eine Punkt. Also dieses Interieur ist ja fantastisch eigentlich. Kann ich nicht anders sagen. Das Interieur gefällt mir richtig gut. Aber beim Soundsystem sind einfach Punkte liegen gelassen worden. Und ja, wenn man so rechts oder links schaut in der Mittelklasse, diese 1100-Euro-Systeme oder was man da für 1100 € oder sonst was bekommt, die sind einfach besser. Deutlich besser. Die sind vielleicht jetzt keine Highlights oder sonst was, aber die sind einfach besser. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das als 0-Euro-Option im Facelift oder wir machen das als 200-300-Euro-Option, würde ich sagen, nimm mit, weil die Einstellungsmöglichkeiten sind einfach da, da so ein bisschen sich selber zu konfigurieren. Aber für das Geld, nein, leider nein. Und am Ende auch wieder der Hinweis, wenn ihr neuen Input für die Playlist habt, gerne her damit. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu sehr in Balladen und Rock-Richtung unterwegs. Also gerne noch ein bisschen andere Sachen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.